So, na, wo sind wir denn? Nochmal, warte, Schatten. So. Nochmal, herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge unseres Vlogs. Wir sind am Kemnader See. Genau, beim Vanlife NRW-Treffen. Wir wollen nicht lang schnacken. Nein. Wir, ich sehe irgendwie ein bisschen. Ja, die Sonne scheint jetzt endlich, zum Glück, in Strömen. Wir nehmen euch jetzt einfach mal mit. Kommt mit zum Vanlife NRW-Treffen. Wir sitzen alle hier, weil jeder darf mal ein Subboard probieren. Hey. Das ist übrigens wie Autoscooter, ihr könnt euch ruhig rammen. Ja. Passiert nicht. In dem letzten Vanlife Köln-Video haben sich so ein paar Leute beschwert, dass sie kaum Roomtouren gesehen haben oder eigentlich gar nicht. Und das wollen wir hiermit nachholen. Schaut mal, ich habe ein paar Roomtouren, sagt man das so? Ach, kommt einfach mal mit. Guckt mal, sieht man mich? Man sieht mich. Das ist René, da. Und da ist Dennis. Und das hier ist den ihr toller Bus. Hat der eigentlich einen Namen? Ja, Scooby heißt der. Scooby? Ja. Sehr gut, oder? Kommt mal mit. Das ist Höxter. Höxter. Oder der Höxter. Freunde, das da, das ist Fabi. Fabi hat einen Van. What? Tag, Freunde. Hi. Kennt ihr den? Klar. Er ist sich unschlüssig. Sag was. Ja, ich bin der Hauke von Vigor on Tour. Auch YouTube-Kanal. Ja. Ähnlichen. Sehr guten sogar. Also unbedingt reinschauen. Verlinke ich wie immer unten. Ganz logisch. Wo ist deine Frau? Die muss leider arbeiten. Oder musste gestern arbeiten, konnte nicht mitkommen. Schade, wo ist euer Hund? Der muss arbeiten. Der muss arbeiten. Nein, der leistet meiner Frau Gesellschaft. Sehr gut, damit sie nicht alleine schlafen muss. Ich hatte ja euch alle hier. Reicht ja auch. Genau. Reicht ja auch. Wir gucken mal bei Hauke in den Bus.
Das ist Lukas. Hallo. Und Lukas hat einen Bus. Einen Bus. Name? Hugo. Hugo. Von dem Bus. Und wie ist deiner? Hi, ich bin Momo. Hi. Und nebst Beifahrerin. Genau, da. Da! Yay! Und hier ist Chantal und Jarek. Lukas, du bist nicht scharf genug. Ich bin nicht scharf genug, ja, sorry. Nee. Ja, ist so unscharf. Ich werde langsam scharf. Und ja. Das war's. Lukas und Maura von Never Stop Exploring Crew. Wer kennt sie nicht? Eigentlich so einige. So, wir machen jetzt eine Roomtour durch unser Dachzelt. Genau, das Roomtour ist aber leider schon, also das Room ist schon zusammengefaltet. Ja, du stehst aber gerade noch im Badezimmer. Ach so, wir stehen im Badezimmer. Ja. Badezimmer an. Badezimmer aus. Nur renn doch nicht weg. Ich habe Angst. Krass. Und das Ding ist voll praktisch. Das haben wir letztes Mal auf der Adventure South Side gekauft. Da kann man seinen Müll reinpacken und dann hoffen, dass er auf der Autobahn einfach abfällt. Das ist. das müssen wir leider rausschneiden. Tut mir leid. Achso, nein, wir werfen keinen Müll in die Natur. Sehr gut. Wir verlieren ihn nur. Ja, ihr verliert ihn nur. Hier, guck mal, Freunde, das ist. Hallo. Das ist Hallo. Hallo. Und Gattin? Hallo. Hallo. Beide heißen Hallo. Hier, das da ist Nils. Hallo. Und das da ist... Von? Haus mit Rädern. Haus mit Rädern, sehr gut. Mal da. Da. Nippesbus.de. Kommt mal mit, den zeige ich euch mal. Tag. Tag. Du musst wenigstens winken. Ich muss winken. Okay, jetzt denken alle, das ist dein Bus. Ja, also ich habe mich hier ein bisschen vergrößert. Ne? Ja. Nur ein bisschen. Also, T4 ist auch scheiße eigentlich. Ja, ist, ja, da sagst du was. Hallo. Hallo. Und Sie sind? Susi. Sonst noch irgendwas zu sagen? Das ist der Emil. Emil, ah, sehr gut. Sehr gut. Emil ist mein Zuhause. Ja, dann gehen wir doch einfach mal in Emil.
Werbung. Ich hoffe, ihr hört uns, weil das ist jetzt eine Handyaufnahme. Die Kamera ist nach dem Wochenende ein bisschen leer. Akku leer, ja. Akku leer. Wir sind hier irgendwo in der Pampa und genießen gerade Armbrot und lassen so. Lassen das wunderschöne Wochenende ausklingen. Definitiv. Prost. Was soll ich sagen? Uns bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, als dass es sehr cool war. Danke an alle, die dabei gewesen sind. Auf jeden Fall. Wir haben viel Sachen gemacht. Das war ganz cool eigentlich diesmal, ne? Ja, es war sehr aktiv. Ja, war eine aktive Gruppe. Intensiv und aktiv. Wir waren Longboarden. Wir waren Sappen. Die Leute konnten so ein paar Subs von uns ausprobieren. Oder der Lukas von Never Stop Exploring Crew hat uns sein Boosted Board ausgeliehen. Das war sehr lustig. Sehr, das sehr hat cool. Viel, viel Spaß gemacht. Ansonsten haben wir den ganzen Abend gesessen, gequatscht, Roomtours bis nachts um 2. Es war toll. War richtig, richtig cool. Wir können euch immer nur noch empfehlen, tretet der Facebook-Gruppe Vanlife Germany bei und den dazugehörigen Untergruppen, wie zum Beispiel Vanlife NRW oder Vanlife Hamburg oder je nachdem, in eurer Stadt gibt es das sicherlich auch. Oder unter vanlifegermany.com, glaube ich, aber ich verlinke alles nochmal unten drunter, Instagram-Account, Internetseiten für ein paar Leute, die da waren, und ihr findet alles in den Kommentaren. Ansonsten bleibt uns nichts zu sagen als, immer nochmal danke für alle, die da waren. Ist immer wieder ganz toll, macht immer wieder Riesenspaß. Ja, ob jetzt im großen Rahmen oder im kleinen, wie es jetzt halt war. Ja. Ansonsten entschuldigt den Ton gerade eben. Falls man es überhaupt hört. Falls man uns überhaupt hört. Nö, schnacken. Nicht lang schnacken. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Nächstes Vanlife NRW-Treffen, Ende August. Daten kommen. Es wird richtig cool. Das wird richtig krass. Aber wir müssen nicht aus NRW sein. Genau. Und nicht aus Köln oder... Ja. Scheiß drauf. Aber egal, dazu später irgendwann mehr. Nächste Woche Freiheitsmobile treffen. Das wird... Ja, egal. Das wird alles so geil. Obligatorisches. Tschüss.